Es ist lauwarm. Ja, immerhin. Boah. Es gibt Schlimmeres. Kochende Cola. Cola mit Mentos. Cola mit Caroline. Cola mit blauen oder orangenem Gel. Oder Cola mit Rum. Das schmeckt widerlich. Davon kriege ich Kopfschmerzen ohne Ende. Kann ich jetzt schlecht beurteilen. Perfekt. Exit? Exit. Juhu. Vielen Dank. Ich kann nicht glauben, dass ich mich bei denen bedanke. Für eure tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgel zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen. Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Bitte nehmt eure persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verstopfen. Für viele von euch sind 60 Dollar sicher ein ungeahntes Vermögen. Aber gebt nicht gleich alles aus für... Carolyn, was kaufen sich diese Leute so? Schuhe ohne Sohlen? Bartläuse? Zu liebenswürdig. Zu liebenswürdig. Ach ja, ach ja. Ach doch nicht den Exit. Ich dachte, wir wären fertig. For not, Leute. Also wenn man das in weniger als 20 Minuten kriegt, man vielleicht doch mal eine Errungenschaft, oder? Bezweiflich. Einmal nach oben, bitte. Oder einmal eine Karte für den Film Prometheus. Bitte, danke. Ich weiß immer noch nicht, wie man das aussprechen soll. Prometheus oder Prometheus? Ich sage immer Prometheus. Ich sag Prometheus. Yay. Und hoch da. So. Ah, da könnten wir jetzt weiter... Ja, genau, Gamma-Test. Alpha, Beta, Gamma, danach kommt noch Delta und dann Epsilon. Vielleicht das griechische Alphabet durch. Na toll. Das ist die Tür zu. Alpha, Beta, Gamma. Danach Delta und Epsilon. Überanstreng dich nicht, sonst frittierst du die Kartoffel. Pommes. Oh, Gamma. Gamma, 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 Gamma. Gamma, 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 Morhol. Gamma, der Gandalf. Gamma, Gandalf. Ich dachte, der hieß Gabba Gandalf. Oh, echt? Ups. Ja, los geht's. Blau Kämmer. Gelb und weiß noch. Orange kennen wir. Jetzt kommt noch weiß. Ich bin gespannt, was weiß ist. Wahrscheinlich bleibst du dann dran kleben oder laufst kopfüber. Genau, das ist Kleister. Ach du Schein. Ja, okay. Das Ding ist undicht. Wow! Okay. Ich habe mir schon gerade überlegt, wenn blau hüpfen und orange für Geschwindigkeit, dann bleibst du bestimmt da bei dem dann wahrscheinlich haften, dass du kopfüber gehen kannst. Oder irgendwas anderes. Ui. Ne, ich kann auf den mit... Das war nichts. ...weiß benetzten Stellen Portale setzen. Ah. Hä? Und zwar auf den Oberflächen, wo man vorher keine Portale setzen kann. Die wie man zum dann Beispiel mit dem weißen Gel benetzt. Ah. Ah. Also ist weiß Manifestationsgel. Und wo wagen.
102 Gramm, das ist undeutlich. Sozusagen kann man so sagen. Und das wird 4. Och du Scheiße! Willst du speichern? Will ich das? Ah, gut. Mein new boss ist ein Robot. Verzieh halt dein Gesicht. Volunteers for testing today. Are smarter than you, work harder than you, are better than you. Ja. Dann mal weiter. Willkommen im Enrichment Center. Seit die Teilnahme am Test für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testsubjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es 7 Dollar kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben es trotzdem gekauft. Haben es gemahlen und zu Geld vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. Also, das ist ja... Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Außerdem, sein Gehuste hört sich echt nicht gut an. Ich hab's selber mitgehört. Puh. Tja, heißt jetzt also weiter. Know your paradoxes. Stand still, remain calm, scream. This statement is false. New mission, refuse this mission. Does a set of all set contain itself? Question mark. Aha. Das sieht aus wie die Geschütztürme. Ja. Bloß mit Doppel. Das sind wahrscheinlich die Geschütztürme. Hm. Ab durch die... Hm. Kann man da nicht irgendwie... Ah, okay. Nein. Hier gibt's dann auch nichts mehr. Hopp. Da können wir dann wahrscheinlich raus. Okay. Hm. Huch, wer, was zum... Ach, und das ist jetzt doch mal dieser Cave Johnson. Genau. Bloß in alt, okay. Der ist aber drastisch alt geworden. A better science, let's work together. Das fängt ja schon an zu singen. Nein, das sollte eigentlich ein Let's Play. Together. Warte mal. Ach scheiße, ich weiß jetzt nicht, bei welcher Taste ich Screenshot habe. Weil dann hättest du ganz da an das Poster rangehen können. Ich hätte einen Screenshot davon gemacht und dann hätten wir unsere Gesichter nur einfügen müssen. Und dann Apple Designs Let's Play Together. Ich weiß schon, dass das alles aufgenommen wird. Herr Hust. Hust, Hust, Breckstückelchen, Ausweich. Du bist gut. Ich weiß. Das hat jetzt niemand gesehen. Niemals. Eigenlob stinkt. Warum ist niemals. Warum ist die Zeile jetzt oben rechts? Ach, egal. Also, rein mit dir. Wait for attention. Ja, dann, jo, rein. Das soll jetzt ein Scherz sein.
Kontrollraum. Da ist doch ein Knopf. Ja. Robots don't sleep, they can test and do your job. Hey, aber die Kupe ist langsam moderner. Das können wir ja. Dann push the button und durch. Da. Please do not test if you are allergic on Luna sediment and or starch. Keine Ahnung. Have fulfilled your mouthly test self.